Meine Freunde, zwei neue Beats sind online, zwei Drill Instrumentals. Ich blende den Link hier oben ein, geht doch mal rauf, lasst einen Klick da. Folgt mir auch bei Spotify, Deezer, sonst wo, meine Freunde. Danke für jeden Support. Was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge von P-Reaction. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's wie immer bestens. Und wie immer, ohne langes Rumgerede, legen wir direkt los. Aber ganz kurz vorher, auch wie immer, abonniert doch mal den Channel, aktiviert die Glocke, damit ihr keine Reaction mehr verpasst. Sehr nice. Und jetzt geht's auch direkt los mit Ramo und Jesus. Dicker Was heißt der Song. Produced von Kavo, Master von Lex Barkey, Recording in Glock 9 Studio Offenbach. Video von Glock 9 Studio, okay. Management Massiv und Asfan Said oder Said. Said, würde ich sagen. Los geht's. Ich bin gespannt. Näher hier mal ins Mic. Eiswürfel in der Limonade, Spionage, 100 Riesen liegen auf der Kilo. Eiswürfel in der Limonade sind schon mal fresh auf jeden Fall. 069187 Straßenbande, lila wie ne Lavalampe, Kilos auf der Laderampe. Backcaps in Aluminiumfolie, Schutzweste, Maske und Maschinenpistole. Dicke auf das Digi-Wagen-Dir. Geil, mit dem Einschnitt von Scarface da drin haben die nice gemacht. Spray, der Gewinn ist kein minimaler wie Disney. Einfacher mit 2 Tonnen im 7 Tonner. Und der Bundesstaat spielt das wäre Stevie Wonder. Ich ficke eure Mütter ohne Skrupel. Das, was ich bin, kann man nicht twittern und der Google. Ich muss noch mal kurz zurückspulen. Ich habe nicht verstanden, was er sagt, wenn er rausgeht vom Part. Muss ich noch mal checken. Ich ficke eure Mütter ohne Skrupel. Das, was ich bin, kann man nicht twittern oder googeln. Immer wenn wir hinkommen. Das, was ich bin, kann man nicht töten oder googeln, habe ich verstanden. Freunde, wenn ich was falsch verstanden habe, schreibt es doch mal in die Kommis. Aber so habe ich es jetzt verstanden. Dieses dicke Was, ich weiß ja nicht, damals Agro Berlin, Tony D hat doch immer so rumgeschrien. Noch ein bisschen aggressiver, aber dieses dicke Was erinnert mich so direkt an Tony D irgendwie. Und jetzt kommt Jesus sein Part. Immer wenn du Streit suchst, fliegt Play und du fährst nach Polizeischutz. Geil gemacht. Lieber Audi RS6, gib ihm Bleifuß. Geil gemacht und ich finde jetzt, auch wenn ich gerade so Jesus höre, Ramo und Jesus passen ganz gut zusammen auf einen Track, Alter. Hol mir eine Shampoo oder 2-3. Kost das Leben aus in der Freiheit. Weil morgen könnte alles schon vorbei sein. Und teile mit meinem Bruder immer halb. Meine Jungs im Knast sehen kein Tageslicht. Was soll ich sagen, Alter? Jesus liegt einfach immer direkt in dem Beat drin. Jesus liefert immer ab in den letzten 2-3 Jahren. Keine Ahnung. Konstant. Stabile Parts. Die Hauptsache, dass Schnapp in der Kasse ist. Ich spiele im besten Team aller Rocketisch. Und mein Alibi ist absolut wasserdicht. Alles, was ich tue, ist für die Family. Brauch Kelly Weepin mehr als in der Presse. Jetzt hab ich aus Versehen hier gerade gestoppt. Aber ich musste eh jetzt gerade stoppen. Tu es für die Family. Brauch Kelly Weepin mehr als in der Presse stehen. Kassi geht die Wände hoch wie King Kong. Es gibt Stress, Digga, immer wenn wir hinkommen. Immer wenn wir hinkommen. Geiler Song, Alter. Man muss auch diese harte Mucke mögen. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Aber kurzer Song. Jesus, dicker Was. Geil. Haben die gut gemacht, Alter. Die beiden passen auch zusammen. Wirklich. Schluss. Lieber Audi RS6, gib ihm Bleifuß. So Leute, das war's. Ramo und Jesus mit dicker Was. Ich bin positiv überrascht. Bei Ramo musste ich immer noch ein bisschen mich konzentrieren, ab Mitte des Parts, um ein bisschen was zu verstehen, wie er rausgegangen ist. War schon ein bisschen für mich schon fast unverständlich. Aber vom Vibe her und so sehr, sehr stark abgeliefert. Auch die Hook sehr nice und die Kombination zwischen Jesus und Ramo. Sehr nice. Und weil es so nice ist, meine Freunde, abonniert doch mal den Channel und aktiviert die verdammte Glocke.
damit ihr keine Reaction mehr verpasst. So, wir lassen erstmal direkt ein Like da. Und der Song kriegt auch seine vier Flammen, wirklich vier Flammen. Eben hatte ich noch Samra. Oder Samra kommt danach, ich weiß jetzt nicht, welche Reaction ich zuerst hochlade. Auf jeden Fall hat Samra gerade fünf Flammen noch kassiert, weil das mal was ganz, ganz anderes war, was er gebracht hat. Aber das hier ist auch ein ganz anderer Song, viel mehr Straße. Auch krass, aber vier Flammen sind auch heftig. Standard sind bei mir immer so für einen guten Song drei. Und wenn es schon hervorhebt, vier und fünf. So. Also er hat sich seine vier Flammen verdient. Stabiler Song. Meine Freunde, schreibt mal in die Kommis, was ihr davon haltet. Hier haben wir das Like. Den Like. Hier haben wir die vier Flammen. Schreibt in die Kommis, wie ihr den Song findet. Wie ihr überhaupt die Kombi findet zwischen Ramo und Jesus. Ich finde top. Könnten die ruhig öfter mal ein Lied zusammen rausballern. Hätte ich gar kein Problem mit. So, war ein kurzer Song, kurze Reaction, weil wir das gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Ramo hat abgeliefert, die Hook mit den dicken Was. Wie ich schon meinte, erinnert mich heftig an Tony D, aber trotzdem nice. Jesus, wie ich schon meinte, liefert konstant die ganze Zeit ab, bis jetzt eigentlich nicht. In der letzten Zeit habe ich keinen Jesus-Part gehört, der mir nicht gefallen hat, muss ich sagen. So, schreibt in die Kommis, wie ihr das findet. Findet ihr auch, Jesus liefert immer konstant ab oder sagt ihr, ey, das war scheiße oder die letzten Sachen, irgendwas hat euch nicht gefallen? Könnt ihr gerne reinschreiben. Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns gleich bei der nächsten Reaction wieder. Bis dahin, bleibt stabil, bleibt gesund, lasst euch nicht auf den Sack gehen. Ich bin raus. Peace.